Kapitel 6. Der dritte Satz. Ist es nicht schön hier? Ich nickte, was nicht einmal gelogen war. Es war schön hier. Dummerweise konnte ich die Sonne über mir ebenso wenig genießen wie das weiche Gras unter mir, denn genau wie an jedem Tag der vergangenen 3 Monate drehten sich meine Gedanken, egal worum sie sich tatsächlich drehten, doch irgendwie um Katja. Katja hier, Katja da, Katja, Katja, Katja. Meistens waren die Gedanken simpel, eine einfache Frage. Warum hat sie das getan? Irgendeinen Grund musste es doch dafür geben, dass sie so grob gewesen war. Natürlich, die Antwort lag auf der Hand. Ich hatte ihre Narben schließlich gesehen. Es war keine Herkulesaufgabe, von den Misshandlungen, die sie offenbar erlitten hatte, darauf zu schließen, dass sie als Opfer letztendlich selbst zur Täterin wurde. Aber warum? Oder sollte die eigentliche Frage vielleicht lauten, warum ich? Ich konnte mir vorstellen, dass sie sich diese Frage damals auch gestellt haben musste, und vielleicht war die Antwort ebenso irrelevant wie alles andere. Es war passiert, allein das zählte. Und doch, so sehr ich es auch versuchte, konnte ich sie nicht... Larissa, hörst du mir überhaupt zu? Ich hob den Kopf. Wie bitte? Ob du mir zuhörst? Du hast schon wieder diesen Schlaganfallblick drauf. Ist keine Absicht, murmelte ich müde. Ich war nur in Gedanken. Offenbar. Du bist in letzter Zeit dauernd in Gedanken. Seit deinem Unfall, meine ich. Ich seufzte. Das hatten wir doch schon. Nur ein gebrochener Arm und ein paar Platzwunden. Nichts, wodurch man genötigt wird, sein ganzes Leben zu überdenken. Ich drehte mich ein wenig zur Seite, weg von Isabel, zeigte ihr sozusagen die kalte Schulter, was mir ein wenig leid tat. Sie war meine beste Freundin, oder wenigstens die eine gute Freundin, die ich inzwischen noch hatte. Auch daran war Katja schuld. Wenn du Gift im Hirn hast, kann es dein ganzes Umfeld verätzen. Sie war wie eine ungesunde Obsession, und hier lag ich auf der schönsten Wiese der Welt, an einem mir nicht näher bekannten See, 1,5 Stunden Autofahrt von meinem Wohnort entfernt, und fragte mich zum 10.000. Mal, ob ich Katja jemals wiedersehen würde. Und als hätte das Schicksal, der Zufall oder eine andere teuflische Macht meine Frage endlich gehört, Izzy? Ich setzte mich ruckartig auf und spürte sofort wieder alle Wunden aufbrechen. Fühlte heißes Blut meine Stirn hinunterlaufen, während ihre Stimme in meinem Kopf widerhallte. »Wenn du willst, fahre ich dich gerne in die Notaufnahme. Du siehst nicht so gut aus.« Der Stimme folgend drehte ich den Kopf und sah sie auf uns zulaufen. Es war ganz eindeutig Katja. Ihre Haare kurz geschnitten, ihre Kleidung zerknittert und viel zu lang für diese Jahreszeit, nur ihr Lächeln wirkte anders. Weniger trocken, zynisch und gemein, eher freudig überrascht. »Meine Güte, das ist ja eine Ewigkeit her. Wie geht es dir?« Sie fragte es, während sie sich neben mich setzte, und in ihren Augen las ich, was sie wirklich meinte. »Wie sind deine Wunden verheilt?« »Ganz gut, schätze ich.« Ich zuckte mit den Schultern. »Keine bleibenden Schäden von damals, wenn du das meinst. Was natürlich gelogen war, aber wem erzähle ich das?« Niemand könnte meine Gedanken besser nachempfinden als Katja. Wir wurden unterbrochen, als Isabel sich vorlehnte. »Entschuldige, Larissa, aber wer ist das?« »Katja«, erwiderte selbige und deutete dann auf mich. »Wir sind alte Bekannte.« »Ja, sie war damals dabei«, murmelte ich. »Bei meinem Unfall. Sie hat mich ins Krankenhaus gefahren.« »Ach so, verstehe.« Isabel lockerte sich ein wenig. »Freut mich, dich...« »Ja, whatever«, murmelte Katja, und ich wusste, dass sie sich absolut nicht geändert hatte. Unhöflich, Fable für die englische Sprache, einfach Katja. »Aber wirklich, Izzy, das ist schon... wie lange her? 2 Monate?« »Eher 3«, erwiderte ich. »Was treibt dich denn hierher?« »Wenn ich mich richtig erinnerte, warst du nicht so der Typ für Sonnenbäder am See.« Sie zupfte scheinheilig an ihren Klamotten. »Stimmt schon, aber mir gefällt das Ambiente. Außerdem wohne ich in der Nähe, also kann ich mir ruhig ein paar Minuten Entspannung gönnen. So wie du auf dieser komischen Plattform.« Ich nickte und kratzte mich verlegen am Hinterkopf. »Ich war nicht mehr dort seit... damals. Du weißt schon, Angst vor einem weiteren Unfall und so.« Die Metapher war eindeutig.
Ich konnte nicht mehr dorthin, weil jeder Winkel vor Erinnerung daran strotzte, von ihr vergewaltigt worden zu sein. Ob sie das verstand? »Du wohnst also hier?«, fragte ich, um das Gespräch ein wenig zu entspannen. Katja nickte. »Nur ein paar Minuten entfernt. Eigentlich sind die Wohnungen hier teuer, aber weil mein Fenster zu nichts anderem zeigt als einer ziemlich hässlichen Steinwand, gab es eben ein wenig Rabatt. Willst du sie mal sehen?« Ich stockte. »Wie bitte?« »Meine Wohnung. Soll ich sie dir mal zeigen? Ich glaube, sie könnte dir gefallen.« Isabel schien das Gespräch jedenfalls nicht zu gefallen, weshalb sie sich einschaltete. »Hör mal, Katja, aber Larissa und ich wollten eigentlich mal etwas Zeit für uns.« »Sicher, sicher«, maulte Katja und winkte ab. »Aber wir haben uns wirklich lange nicht gesehen und ihr seht euch dauernd, würde ich vermuten. Also, warum machen wir es nicht so, dass du einmal etwas zurücksteckst und dafür mich meine Zeit mit Isi genießen lässt?« »Wow, mach mal halblang, du Zicke. Wie würde es dir gefallen, wenn ich einfach so in deinen Tagesplan reinrauschen würde, wie ein verschissener Schnellzug?« »Hey, beruhig dich.« Meine Stimme war so sanft wie möglich. Immerhin hatte Isabel ja recht. Ich lehnte mich zu ihr herüber, um Katja nicht hören zu lassen, was ich sagte. Oder aber, um Isabel das Gefühl zu geben, ich würde nicht wollen, dass Katja es hörte. Sie hat mir damals vielleicht sogar das Leben ruiniert, gerettet. Also schulde ich ihr etwas. Und wir sehen uns ja wirklich nicht oft. Wir auch nicht mehr, erwiderte Isabel niedergeschlagen. Aber fein, meinetwegen. Hau ab mit deinem Schutzengel. Ich weigere mich, den restlichen Tag damit zu vergeuden, dir Vorhaltung zu machen. Ich nickte und stand auf, raffte meine Sachen zusammen. Es war nicht viel, ein kleiner Rucksack, in dem mein Handtuch passte. Badebekleidung hatte ich keine. Genau genommen hatte ich seit jener Nacht vor 3 Monaten keine mehr getragen. Katja wirkte zufrieden mit sich, als wir losliefen, und ich fühlte mich wie ein Kollateralschaden in einem Wirbelsturm, als ich hinter mir noch einmal Isabel rufen hörte. Ich entschuldigte mich kurz bei Katja und lief die 12 Schritte zurück, zuerst mit der Absicht, sie zu fragen, was jetzt denn noch so dringend sei. Doch ihr resigniertes Gesicht ließ mich verstummen, bevor ich überhaupt den Mund aufmachen konnte. »Larissa, du weißt, dass ich ein sehr großer Fan der Harry Potter Filme bin. Darum und weil es einfach passt, nutze ich mal ein Zitat daraus. Ein Spruch, den Ron bezüglich Hermine sagte. Kannst du dir vielleicht denken, welcher das ist?« Ich verdrehte genervt die Augen. Wollte sie jetzt mit Filmdiskussionen meine Zeit verschwenden? Keine Ahnung. Die Stelle, wo er sagt, Hermine sollte ganz dringend ihre Prioritäten klären? Nein, das hast du ja offenbar schon getan. Ich meine eine andere Stelle. Sie holte tief Luft. Offenbar war ihr unwohl dabei, mir ins Gesicht zu sagen, was sie sagen wollte. Ich meinte den Satz. Kein Wunder, dass sie keinen einzigen Freund hat. Und jetzt verzieh dich. Das tat weh. Ich mochte Isabel und es tat mir ehrlich leid, sie durch mein Verhalten verletzt zu haben. Aber... Katja stieß einen gellenden Pfiff aus, der Isabel ein gemeines Grinsen abverlangte. Frauchen pfeift und das Hündchen gehorcht, hm? Jetzt verzieh dich schon. Das reichte. Der Gedanke, dass ich gerade die einzige Freundin abstieß, die ich noch hatte, für eine Frau, die mich misshandelt und gefoltert hatte, kam mir nicht. Jetzt ging es nur darum, dass mir ihre Beleidigung ungerecht erschien. Als ich Katja folgte, hatte ich kein schlechtes Gewissen. »Du wohnst ja wirklich ganz in der Nähe«, murmelte ich. Die Eingangstür zur Mietwohnung, die Katja bezog, war tatsächlich so nah am See, dass ich den Parkplatz neben der Liegewiese erkennen konnte. Katja nickte lächelnd. »Sagte ich doch. Ich wohne im 3. Stock. Ich nehme an, Treppen machen dir nichts aus?« »Ich fange dich diesmal auch auf, wenn du stolperst.« Ich wusste nicht, ob ich über diesen Witz lachen oder deswegen beleidigt sein sollte. Immerhin war ich nie eine Treppe heruntergefallen. Und wenn man die Geschichte, die sie sich für die Notaufnahme ausgedacht hatte, als Analogie sehen wollte, war sie es immerhin gewesen, die mich diese Treppe hinuntergeworfen hatte. Ich ließ es bei einem unsicheren Lächeln und ging voran. 1. Stock, 2. Stock, 3. Stock. Dort eilte Katja an mir vorbei zur Tür, schloss sie auf und trat dann beiseite, um mich willkommen zu heißen. »Feel at home«, sagte sie, ließ mich vorbeilaufen und trat mir dann mit unglaublicher Wucht in den Rücken. Die Luft wurde mir mit Höchstgeschwindigkeit aus den Lungen gepresst und als ich auf den Boden aufkam, fiel die Tür ins Schloss. Ich hatte nicht einmal Zeit, wieder zu Atem zu kommen, als ich schon ein Knie in meiner Wade und eine Hand spürte, die meinen rechten Arm schmerzhaft auf den Rücken drehte. Ich schrie,
aber nur kurz, bis mir eine zierliche, aber erstaunlich kräftige Faust die Lippen blutig schlug. Shut it, I don't want the neighbors to hear. Dann legte sie ihre Hand um meinen Hals, drückte zu und flüsterte mir ins Ohr. Komm schon, das letzte Mal kann nicht so schlimm gewesen sein, sonst hättest du die Polizei eingeschaltet. Es hat dir gefallen, gib es zu. Sie lockerte ihren Griff, ließ mich röchelnd nach Luft schnappen und drehte dann meinen Arm noch weiter herum. Na los, gib es zu. Ich will, dass du's sagst. Sag, es hat mir gefallen. Sag, ich will, dass du weitermachst. Na los! Ich verspürte Angst, so wie damals, und meine Kehle war wie zugeschnürt. Selbst wenn ich ihr hätte recht geben wollen, was ich nicht wollte, ich hätte es nicht gekonnt. Ihr schien das egal zu sein, denn als ich nicht antwortete, riss sie an meinem Shirt, bis sie den Kragen so weit zerfetzt hatte, dass meine linke Schulter frei lag. Ich zitterte, wimmerte, zu ängstlich, um still zu sein, aber voller Furcht vor ihr, zu viel Furcht, um laut zu sein. Katja grub ihre Zähne in das Fleisch meiner Schulter, zerfetzte die Haut und ließ heißes Blut im Rhythmus ihrer Atemzüge aufschäumen. Mich noch immer fest im Griff haltend, ruckte sie mit dem Kopf hin und her, riss weiter an der Bisswunde, die größer und schmerzhafter wurde, bis mir klar wurde, sie würde nicht aufhören. Nicht, bis ich ihr die Antwort gegeben hatte, die sie haben wollte. »Oh, ja, ja, es hat mir gefallen!« Zuerst dachte ich, dass es nichts bedeuten musste. Ein erzwungenes Geständnis war nichts wert. Ich wollte, dass sie aufhörte, mich zu beißen, also sagte ich, was sie hören wollte. Aber dann fiel mir auf, dass sie einen durchaus validen Punkt hatte. Ich hatte für sie gelogen, mehrfach sogar. Ich hatte keine Anzeige erstattet. Ich hatte niemandem davon erzählt, was sie wirklich mit mir gemacht hatte. Immer nur diese Lüge, die Missbrauchsopfer seit Jahrzehnten verwendeten. Ich bin eine Treppe hinuntergefallen. Und sie hat mir geholfen. Ich spürte, wie ihre Zähne die Wunde verließen und jaulte auf, was mir einen weiteren Schlag ins Gesicht einbrachte. Und einen weiteren. Und dann sagte sie den letzten Satz, der mir auf ewig in Erinnerung bleiben würde. Nachdem ich ihre Geschichte kennengelernt hatte, wusste ich zu schätzen, dass sie diesen Satz auf Deutsch gesagt hatte. Aber damals war es nur die weinerliche Stimme, die mir unverhältnismäßig vorkam. Bitte sag, dass ich weitermachen darf.